at exactly 5 in the morning, we go to a truck that come and picks most of our products and take them to Kibera, which is our major market at the moment. We got some vendors that are there. So we take our products to the vendors, they go buy and take them to the small shops within the slum and sell them so that we can make some small profit. So it has created some employment to most of our vendors there. Vor 28 Jahren begonnen, mich in meiner Freizeit für Sozialprojekte zu interessieren, aber vor allem auch mich selbst einzubringen. Durch meinen Freund Peter Quendler von der Caritas Gärten kam ich letztendlich eines Tages hier im Slum von Kolgocho in Nairobi an. War tief betroffen von der Situation, die ich hier vorgefunden habe. Hier hat gearbeitet eine wunderbare katholische Ordensschwester, die über die letzten 6 Jahre hier ein Projekt aufgebaut hat für 1000 Kinder. Die Aufgabe des Projektes war, ihnen den Primary School Skill zu geben und gleichzeitig, damit sie überhaupt zur Schule kommen können, hat sie auch die Kinder mit Essen versorgt. Denn wenn sie kein Essen in der Schule bekommen, müssen sie auf die Mülldeponie, auf die benachbarte arbeiten gehen. Wir haben das Projekt 2012 über den Herrn Hirsch kennengelernt. Nach geraumer Zeit wurde dann die Idee geboren, neben der Schulausbildung auch eine Bäckerausbildung anzubieten. Dafür musste mal ein neues Gebäude errichtet werden. Wir haben dann die Maschinen für die Bäckerei zur Verfügung gestellt, Arbeitsgeräte und die Rohstoffe für die Bäckerei. Zurzeit arbeiten 35 Personen im Zwei-Schicht-Betrieb, wird geleitet von Personen vor Ort. Letztes Jahr haben 17 Personen die erste offizielle Lehrlingsausbildung für Bäcker in Nairobi abgeschlossen. Die Grundidee des Projektes ist, den Kindern im Slum von Korogocho eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Es ist wirklich ein großes Ziel zu sagen, okay, die Bäckerei schafft es in den nächsten Jahren, sich so gut aufzustellen, dass sie das Budget mittragen kann für Schulen und Sozialzentrum. Nobody could have thought that such a bakery in a slum of Korogocho could do this and still believe that we can do more and more good. We are hopeful that the Korogocho is going to change and we are not going to have slums again. We will have estate that people will be living in good life. Es zeigt das Projekt hier, wie viel eigenes Engagement mit Unterstützung schaffen kann.